meine Lieben, heute werdet ihr vom Zauber des Mondes hören. Der Mond bringt dir einen wundervollen Zauber. Einen Zauber, der deine Persönlichkeit in einem magischen Moment von verborgenen Seelenkräften stärken und dich wahre Wunder erleben lassen. Du fühlst wahrhaftig übersinnliche Energien und damit kannst du wirklich Unmögliches schaffen, sodass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Sicher lebt in dir ein großer Traum, den du mit großer Sehnsucht erfüllt haben möchtest. Und der Mond unterstützt dich dabei mit seiner vollen Kraft in diesen magischen Tagen. So ist es möglich, dass das, was dich sehr bedrückt und belastet, sich plötzlich in ein Nichts auflöst. Du entdeckst eine unbekannte Kreativität, die dich verzaubert und überrascht. Lebe sie aus und du wirst feststellen, dass sich dein Leben verändert hat. Plötzlich verliert sich das Dunkel und deine Aussichtslosigkeit. Du spürst, was deine Seele sich wünscht. Sie sich verbunden mit den neuen Kräften, deinen Sehnsüchten und Visionen. Dadurch wird dir bewusst, was bisher schiefgelaufen ist und was du tun musst, um endlich glücklich zu werden. Jetzt erwachen deine Seelenkräfte. Wünsche, die dich schon ein halbes Leben begleiten, werden jetzt möglich, denn du hast sie bereits als Illusion in dir begraben. Am 21. August mit dem Neumond kommt der Tag des großen Wandels. Danach ist alles anders, als wäre alles verzaubert, besser und positiver. Und wie sich das auswirkt, ist unterschiedlich für jedes Sternzeichen. Und so beginne ich mit dem Widder. Dein Erfolg, lieber Widder, hängt sehr von deinem Glauben an Wunder ab. Denn deine magische Kraft ist mittelmäßig. Doch deine Stärke ist, dass du dich neugierig und aufgeschlossen auf Neues und Aufregendes einlassen kannst. Das ist positiv und dadurch verdoppelt sich die Energien deiner Wünsche. Und diese magische Kraft schlummert schon lange in dir. Wie erfüllen sich deine Wünsche? Das ist die Frage. Wenn du deinen sehnlichsten Wunsch zum Himmel schickst, denke nicht an andere Menschen, sondern nur an das, was du dir wünschst. Es ist dein Wunsch und nicht der deines Partners oder Freundes. Und nur das ist wichtig, nämlich was dich glücklich macht. Warte nicht apathisch ab. Sei geduldig und sei nicht zappelig, bis dein Wunsch sich erfüllt. Vielleicht erfüllt er sich in einigen Tagen. Der Stier. Dem Stier möchte ich Folgendes sagen. In dieser Neumondkonstellation bist du das absolute Glückskind. Vieles, was du dir wünschst und du träumst, wovon du träumst, das geht jetzt in Erfüllung. Deine magische Kraft ist fantastisch. Du musst nur daran glauben und nicht an deiner Sichtweite festhalten. Das Wunder geschieht, wenn du intensiv daran glaubst. Wie sich deine Wünsche erfüllen? Vergiss den Gedanken an Geld, das du haben möchtest. Mache es folgendermaßen. Stell dir vor, wie das Geld dein Leben verändern kann, welche Wünsche du dir damit erfüllen kannst und welches Glück du damit anziehst. Denke daran, wie du deinen Erfolg
dem finanziellen Gewinn mit deinen Freunden und mit deiner Familie genießen kannst, wenn dein Wunsch sich erfüllt hat. So solltest du dich verhalten, damit sich deine Träume verwirklichen. So, meine Lieben, morgen geht es weiter mit dem zweiten Teil, und zwar mit den Sternzeichen Zwillinge bis Waage. Also, bis morgen. Herzlichst, eure Deria.